Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr merkt es vielleicht schon, es kommen gerade nicht allzu viele Videos hochgeladen von mir, so wie es ihr von mir gewohnt seid. Ich versuche mich da immer noch wie einzupendeln, auch immer wieder was Neues zu finden, womit ich euch immer mitnehmen kann. Generell so vieles, was bei mir noch so im Hintergrund ja abläuft und sonstiges, aber ja, heute habe ich dann wieder mal ein Video für euch, ein kleines, aber feines DM-Haul natürlich. Fast zum Ende des Monats, aber naja, gut, immerhin ein bisschen was. Und auch nur das, das dann gerade, was ich auch sozusagen wie gebraucht habe. Ein paar Kleinigkeiten. Und ja, ich würde euch das dann mal auch zeigen. Eine Sache kann ich euch so auch schon zeigen, denn es ist auch gerade schon in Benutzung, denn ich habe mir ein kleines Tattoo wieder stechen lassen. Und ich habe mir hier dann das Balea hautberuhigende Pflegesalbe für Tattoos. Also es ist sehr parfümfrei, pflegt und schützt. Und ja, in frühesten Anwendung frühestens ab dem vierten Tag. Aber ja, ich benutze auch schon gleich immer gleich danach. Ja, die Tube sieht natürlich so aus. Also das war gerade offen. Und ja, ich kann euch mal irgendwann mal das kleine Tattoo zeigen, aber nicht jetzt. Ja. Da habe ich hier was auch bei den Sachen gefunden, was ich gut gebrauchen kann, womit ich ein paar meiner Sachen hier wieder aufstellen kann und halt wie gut aufbewahren, sodass auch gut möglichst wenig Platz verschwendet wird. Habe ich hier dann die zum Beispiel für die kleinen Mikrofaserstäbchen natürlich und was weiß ich noch was, die Wattepads oder was weiß ich noch was. Genau, also für die Nagelsachen natürlich. Ja, habe ich hier mal das Acrylbehälter mal mitgenommen. Dann natürlich, weil es ja dann auch wieder so bevorsteht, dass man sich wieder freier anziehen kann, die wärmeren Tage und sowas. Und die Haut soll ja auch schön gepflegt sein. Natürlich vom Rasieren und sowas habe ich hier mal wieder das Ölpeeling von Balea mitgenommen. Habe ich ja schon ewig ja nicht mehr genutzt gehabt. Ja. Und ich mag das ja ganz gerne, habe ich ja auch schon davor ja öfters mal ja genutzt gehabt und auch gekauft. Finde ich auch ganz gut. Also von Natural Beauty. Genau. Und ich mag die auch natürlich auch sehr, sehr gerne. Und es pflegt auch schön. Dann habe ich hier einmal auch wieder eine Packung, dieses Mal nur von den No Stripes mitgenommen. Genau. Also ihr wisst ja schon, ja, meine Meinung dazu. Ich glaube, das sage ich auch zu oft, aber ja, ich liebe die einfach. Dann auch noch mal wieder ein Deo für mich, das von CD, das 48 Stunden Deo Wasserlilie. Die mag ich auch persönlich auch ganz gerne, also die Deos von CD. Ist auch sehr neutral, auch so vom Dinge, auch das Geruch ist auch sehr, sehr schön. Und es reicht ja auch für mich und ja, habe ich mal den hier mitgenommen. Und weil ich auch gerne hin und wieder mal auch nach dem Sport oder sonstiges, ja, mal schwitze, habe ich hier dann auch mal das hier mal mitgenommen. Ein Body Spray sozusagen von Bruno Banani. Mysterious Coconut, Dangerous Woman, Fragrance Body Splash. Also ich fand auch den Geruch irgendwie ganz gut. Es riecht auch sehr, sehr gut. Ich kann sagen. Ich bin sehr schlecht in Gerüche beschreiben, aber ja, auch so, dass man es immer jeden Tag ja verwenden kann und nicht so penetrant. Dann habe ich hier auch noch was, weil mein Schaum zum, ja, um mein ganzes Make-up ja wie wegzumachen, ist ja schon fast leer von ihr Puder. Also habe ich ja dieses Mal den hier von Balea mitgenommen. Ich fand es auch irgendwie von der Verpackung, vom Stil her auch wieder echt sehr süß. Milder Reinigungsschaum mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Entspricht beides ja so ja zu mir. Es ist ja mal so, also irgendwie auch ganz gut. Ja, also bin gespannt mal, wie das auf meine Haut so auswirkt, aber ich denke, wie jedes andere auch ganz normal. Natürlich, Kaugummis dürfen ja bei mir auch gerade zur Zeit nicht fehlen. Habe ich immer auch wieder bei mir, habe ich hier die Extra Professional White mitgenommen. Und natürlich sind nur noch zwei letzte Sachen,
Diesmal nicht allzu großer Einkauf, halt so wirklich so das Essentielle, was ich gerade so für zu Hause brauche. Ja, irgendwann habe ich auch das Gefühl, dass mein Augenbrauenstift ja wieder leer ist. Habe ich hier wieder eins nachgekauft von Catrice. Ihr kennt es ja von mir. Das in der Farbe 040 Cool Brown, das Limetic Eyebrow Pencil. Und natürlich, weil ich auch mal wieder so ein bisschen wie Pflege für die Nacht brauche. Das ist eigentlich auch für jeden Tag so verwendbar, egal ob Nacht oder Nacht, Tag, egal was. Habe ich mal den hier mitgenommen, weil ich habe da eine andere Tagespflege, die ich ja auch gerade aktuell nutze von Balea. Nee, auch Nivea, genau. Habe ich das hier mal so für den Abend mal mitgenommen, dass ich das abends auftrage. Und ihr kennt es ja auch mal von mir, das habe ich auch mal euch mal gezeigt gehabt, weil ich es auch mal einmal oder zweimal, glaube ich, schon mal gekauft hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber die finde ich ja auch ganz gut. Genau, ansonsten sind hier nur noch Kassenzettel. Genau, und ansonsten war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem kleinen Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Irgendwann erzähle ich euch noch mit der Zeit, was gerade so noch bei mir los ist. Und ja, das erfahrt ihr dann ja, irgendwann mal demnächst. Genau, also wie gesagt, wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community hier seid. Also klickt euch gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, auch die Glocke daneben noch zu aktivieren. So bekommt ihr auch immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und schaut auch vielleicht hin und wieder mal auf mein Instagram-Profil vorbei. Dort versuche ich zu posten, auch wenn es gerade da so ein bisschen mau ist, aber guckt da auf jeden Fall gerne vorbei. Ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann in meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!